Jetzt eröffne ich die Aussprache zu diesen Anträgen und darf dem Herrn Kollegen Aiwanger als erstes das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und deshalb fordern wir Freien Wähler eine Volksbefragung in Bayern zu den Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TISA. Wir sind der Überzeugung, und das sieht jeder, der sich mit der Materie auseinandersetzt, dass diese Freihandelsabkommen große wirtschaftspolitische und gesellschaftspolitische Weichenstellungen für die nächsten Jahrzehnte stellen werden. Und es geht einfach nicht, eine Verhandlungsführung zu akzeptieren, wie wir sie derzeit vorfinden, dass hinter verschlossenen Türen, teilweise von Lobbyisten gesteuert, Verhandlungen geführt werden, die der breiten Öffentlichkeit vorenthalten werden, dass es bei TTIP jetzt mittlerweile als großen Transparenzerfolg gefeiert wird, dass Bundestagsabgeordnete nach einer gewissen Anmeldefrist in einem Lesesaal 2 Stunden lang englische Texte blättern dürfen, ohne einen Übersetzer dabei zu haben, ohne dann anschließend auch mit Fachleuten über dieses Thema zu reden. Meine Damen und Herren, so geht's nicht, und deshalb fordern wir Freien Wähler, die bayerische Bevölkerung muss gefragt werden, wie sie zu diesen Handelsabkommen steht. Keine Zustimmung zu diesen Abkommen ohne einem klaren Ja der bayerischen Bevölkerung. Und dabei ist die Position der Freien Wähler genauso klar wie logisch, meine Damen und Herren. Diese Handelsabkommen richten mehr Schaden als Nutzen an. Sie gehen über das hinaus, was man üblicherweise mit Handelsabkommen verbindet. Es wird ja bis in den gesellschaftspolitisch-kulturellen Bereich hinein Veränderungen und Verwerfungen geben. Es werden Kommunen, es werden Mittelstand, es werden Kulturschaffende, es werden Verbraucher hier an die Wand gespielt, um Konzerninteressen Tür und Tor zu öffnen. Wir sind also überzeugt, diese Handelsabkommen sind eine Nummer zu groß. Sie sind keine Handelsabkommen, sondern sie sind am Ende gesellschaftspolitische Abkommen, die unbegründet sind, ja, die zu weit führen. Und deshalb sind wir der Überzeugung, wir müssen dort, wo es handelspolitische Hemmnisse gibt, die durchaus vielleicht im Einzelfall abgeschafft gehören, ganz gezielt diese Probleme aus dem Weg räumen. Wir dürfen aber nicht um irgendwelcher wirtschaftspolitischer Zielsetzungen willen ja alles über Bord werfen, was sich bewährt hat. Wir sehen schlichtweg Bewährtes, wir sehen Traditionen, wir sehen auch wirtschaftspolitische Strukturen des Mittelstands bis hin zur Abschaffung der Meisterpflicht und dergleichen, um nur ein Beispiel zu nennen, massiv gefährdet, und lehnen diese Handelsabkommen derzeit ab, weil wir sagen, was dort drinsteht, ist so nicht unterschriftsfähig, meine Damen und Herren. Und Herr Ministerpräsident, wenn Sie jetzt auch zum Händeschütteln gehen, trotzdem mein Appell an Sie. Sie sind ja der Vater des Gedankens, eine Koalition mit dem Bürger einzugehen. Sie wollen im Gleichschritt quasi mit der bayerischen Bevölkerung Politik machen. Sie wissen genauso, dass die Mehrheit der bayerischen Bevölkerung diese Handelsabkommen ablehnt, dass ein weiterer großer Teil das sehr kritisch sieht. Und ich bitte Sie deshalb, nutzen Sie Ihr neues Instrument, Ihr neues Werkzeug, das Sie ja in die Verfassung gebracht haben, diese Volksbefragung, wo dann am Ende eine Mehrheit des Landtages und eine Mehrheit ja Ihrer Regierung den Weg freimachen müsste, um wirklich die Meinung der Bürger einzuholen, die Meinung derer, mit denen Sie ja diese Koalition nach Ihren Worten eingegangen sind. Drücken Sie sich nicht weg davor, gehen Sie diesen Weg. Sie werden sich damit ein bleibendes Dokument in Bayern setzen, ein Monument setzen, ja, das über den Alltags, das über Ihren... Also Sie sehen, ich, Herr Ministerpräsident, ich bin bemüht, Ihnen dabei zu helfen, bleibende Monumente zu setzen. Und ich bitte Sie, nehmen Sie das ernst. Ich habe Ihnen bereits in der Regierungserklärung im Herbst 2013
den Appell weitergegeben, sich um diese Handelsabkommen intensiv zu kümmern. Es ist offensichtlich zu wenig passiert. Im Herbst 2014 war dann CETA ausverhandelt. Wir hätten ein Jahr lang Zeit gehabt, darauf einzuwirken. Jetzt haben Sie die Schiedsgerichte da drin stehen. Also die Schiedsgerichte sind inakzeptabel, die sind in CETA drin. Stellen Sie sich hier an die Spitze der Bewegung und machen Sie zeitnah bei der dritten Startbahn das, was die Mehrheit der Bevölkerung will, also ein Nein zur dritten Startbahn, und machen Sie zeitnah den Weg frei für eine Volksbefragung zu diesen Handelsabkommen, und wir werden dann gemeinsam die bayerische Bevölkerung sinnvoll beraten, mit dem Ergebnis, diese Handelsabkommen abzulehnen, weil sie Bayern kaputt machen werden am Ende. Also setzen Sie sich ein Monument in Bayern, kämpfen Sie mit uns gegen diese Handelsabkommen, machen Sie den Weg frei für die Volksbefragung. Dankeschön.